15 Jahre, 15 Tage. Der Radio 1 Geburtstag im Park. But then I wake, it's another day, another door. Cause when I wake, it's another, cause I'm climbing for. But I'm falling for you more and more every day. You know it's true. Stelle ich mir Yoga ja immer in kleinen Raum mit wenigen Menschen vor. Klappt das mit 100 Leuten? Ja, das ist ein bisschen schwerer, mit so vielen Leuten, also die Aufmerksamkeit auf jede Person zu geben. Aber man bekommt auch eine gewisse Energie. Mit so vielen Leuten ist da eine Welle von Energie. Und zwar richtig geil da draußen. Also in der Sonne, auf die Wiese, also die Rasen unter die Füße zu haben, die Bäume da. Und alle haben so toll mitgemacht. Es war wirklich eine tolle Energie da. Dither, mit TH. Dither. Dither, also auf Deutsch Dieter oder Digger, genau. Ich hatte jetzt an den Gräber gedacht. An den Gräber. Ah, ja. Nee, nicht Digger, sondern Dither. Dither ist eigentlich ein technischer Begriff. Das ist so ein Zittern, so ein Dithering. So ein, mein TH ist auch nicht gut genug, um das jetzt... Nee, aber Digger finde ich... Also Dither fand ich schon ziemlich gut. Aber Digger... Okay, Digga, leg los. Der liebe Chefredakteur Robert Skopin sitzt hinter der Bühne und du drehst dich immer wieder rum, als ob du noch irgendwas mit ihm zu... Nee, weil er jetzt mein Chef ist. Früher war er Arbeitskollege, jetzt ist er Chef. Ja, ich sehe ihn jetzt auch gar nicht mehr, weil ich immer vor ihm knie und ich weiß ja nicht, wie er sich jetzt gesichtlich verändert hat. Man kann es im Radio nicht sehen. Ich knie hier nackt auf Erbsen, auf Harten. Ich muss erstmal was revidieren. Braunschweig ist nicht so scheiße, habe ich gerade gehört. Von jemandem, der aus Braunschweig kommt und hier zu Gast ist. Ein kleiner Junge, der mit Tränen hier ankam, hier weint hat. Ich habe ihn hier getröstet, man sieht es nicht im Radio. Ich halte ihn jetzt noch auf den Arm. Er ist nicht in der Lage, irgendwie zu sprechen, weil er ein Trauma davon getragen hat. Am 14. September trete ich in Braunschweig übrigens auf. Du bist Ehrengast. Kommst du aus Braunschweig? Ja, ja. Ich rede mit dem hinter dir. Sitzt ein 50-Jähriger vor der Bühne und sagt, ja, hinter dir, der Junge, was richtig gut war damals der Bericht aus Kuba. Weil ich, Herr Skopin hatte gefragt, ob ich mitmache, weil da ist eine Urlaubsvertretung, also die Urlaubsvertretung war nicht da, ob ich die Urlaubsvertretung für die Urlaubsvertretung mache. Und dann habe ich gesagt, mache ich, aber ich bin zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Auf Kuba. Und dann habe ich auf Kuba, wo ich dann vor Ort erst gesehen habe, Mensch, ist ja ein sozialistisches Land, also ist er hier nicht mit raus telefonieren und... Ich rufe mal Radio 1 in Potsdam an und wir haben das aber geschafft, ich war 3 Wochen auf Kuba gewesen, 3-mal anzurufen für 3 Minuten, ja, wo ich die ganze Woche für geackert habe und da gab es nur ein Telefon. Und jetzt stell dir vor, Monsieur hier aus Deutschland muss jetzt nach Potsdam anrufen. Und da waren 50 kubanische Muttis, die ja im Redefluss sind. Ja, und die haben halt das Telefon belagert. Und ich als Deutscher, als Preuße, der dann immer da schon sagte, ist gleich in Deutschland 14.40 Uhr. Und ich hab's auch da geschafft. Du hast es geschafft? Ja. Wie? Ich meine, wie hast du die Muttis vorher an die Seite geschoben? Ja, teilweise, also möchte ich jetzt hier öffentlich nicht drüber reden, was ich da gemacht habe, aber da teilweise wehgetan. Aber ich habe es geschafft.